Sehr verehrter Zuhörer, eine der ersten Übungen, die ich auf dem Weg zur Selbstverwirklichung praktiziert habe, war, dass ich versucht habe, das Positive, das Gute in mir selbst zu vergrößern, also in meinem Geist zu vergrößern und die Negativität zu verringern. Das war meine erste Übung. Wir haben am Meer gesessen und über ein goldenes Licht im Scheitelchakra meditiert. Dies war, wie ihr euch vorstellen könnt, auf jeden Fall vor der Zeit der Spaltung. Jetzt ist die Zeit der Spaltung, die Spreu trennt sich vom Weizen, weil ich hier nicht auf Menschen anspiele. Ich persönlich habe mich dafür entschieden, jeden Menschen so einzuschätzen, dass er und dass sie eigentlich etwas Positives im Schilde haben. Natürlich, falls wir die Nachrichten hören heutzutage, ist das fast schon unglaubhaft. Dennoch, interview doch mal die Leute, die sagen zum Schluss alle, ich möchte doch nur etwas Gutes. Wie auch immer, für diejenigen, die sich diese Aufnahme heute anhören, möchte ich in Anbetracht, dass das Schwarz und das Weiß zurzeit wirklich sehr extrem ist, einen Vorschlag machen. Und zwar, lasst uns eine kleine Inventur machen und die nächsten Jahre planen. Wie komme ich durch diese kritische Zeit? Wie komme ich durch diese Zeit, die so verrückt ist in mancherlei Hinsicht, ohne innerlich selbst daran Schaden zu nehmen? Und jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingswort, optimieren. Wie kann ich, obwohl alles auf mich einprasselt, die Negativität auf mich einprasselt, es Einschränkungen gibt durch meine Umwelt, wie kann ich in dieser Welt meine eigene Welt aufbauen? Mein Vater hörte ein Album von Udo Jürgens, da gab es ein Lied. Es ging ungefähr so: In dieser Welt schaffe ich aus Liebe, oder schaffen wir aus Liebe unsere eigene Welt. Gerade jüngst erlebe ich in meiner eigenen Realität, wie wichtig es ist, diese eigene Welt, diese Glaskugel wirklich aufzubauen. Nicht, um sich gegen die Realität zu verschließen. Nein, sondern es geht ja für dich und mich und für auch alle anderen darum, ein Gepäck zu kreieren, ein Kokon zu kreieren, wo eben das reinkommt, was wir wollen, dass es in der nächsten Legislaturperiode oder in den nächsten Jahren dann positiv Früchte tragen kann. Und wenn die Vergangenheit sich verändert und zerstört, ist es an der Arbeit der Kreativen, etwas zu schaffen, was in die, sagen wir mal, Arche Noah kommt, wo auch immer die Arche Noah später landet. So, lass mich einen Plan aufstellen, was es braucht für mich, dass ich in der Positivität bleibe. Für mich persönlich ist es ein Minimum an Yoga. Für mich persönlich ist es, dass ich versuche, meinen Haushalt in Ordnung zu halten, eine gewisse Struktur in den Tag hineinzubringen. Und ich brauche täglich eine gewisse Dosis spiritueller Tankfüllung, die mir von niemandem gegeben wird. Especially not from the society. Ich muss es für mich selbst erledigen, genauso wie ich mich jeden Tag duschen muss.
Es ist nicht so, dass wenn du dich einen Tag duschst, dass du dann automatisch für die nächsten 2 oder 3 Jahre geduscht bist. Nein, du musst dich jeden Tag neu duschen. Jeden Tag brauchst du diesen gewissen Arschtritt, um eben die Zeit zu nutzen und nicht in das Mühlenrad zum Beispiel gewisser Massenbewegungen hineinzukommen. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass es nicht immer das Richtige ist für uns individuell, was die Masse macht. Wir müssen es uns also selbst kreieren und dann selbst bestellen und uns unser Menü zusammenstellen. Ansonsten bekommen wir ein Menü serviert. Es passiert einfach. Im Sanskrit gibt es ein Wort, das heißt Sadhana. Sadhana heißt so viel wie Übung. Es ist nicht an mir, dem Art-Astrologen, dir ein Sadhana zu geben. Diesen Sadhana, den musst du dir schon selbst geben oder du solltest versuchen, dir zu überlegen, welche Übung kannst du machen? Welche Übung ist für dich persönlich machbar? Dass du nicht daran zerbrichst, dass du dich nicht übernimmst, kleine, sichere Schritte ins Licht zu machen. Dieses Licht, du sorgst da vielleicht am Anfang erstmal nur für dich. In Wahrheit sorgst du aber auch für deine nähere Umwelt und letztendlich für die Welt und, was das Allerwichtigste ist, für deine kommenden Inkarnationen. Last but not least bin ich davon überzeugt, dass 80% meiner Zuhörenden, also die mir hier zuhören, daran glauben, dass es so ist, dass wir, die spirituelle Seele, in dem Horoskop inkarniert sind. Und dass das Ziel von Horoskop ist, kein Horoskop mehr zu haben. Eines Tages in der Ewigkeit aufzuwachen. Weil Leben und das Individuum ist ewig. Andernfalls würde auch Astrologie keinen Sinn ergeben, weil Horoskope werden verteilt mit verschiedenartigen Karmas. Und warum soll dann nach dem Zufallssystem ein schwieriges Karma zu der einen Person kommen und dann eine andere Person, die hat dann auf einmal ein super pikantes, genussreiches Karma in dem Horoskop drin. Es ist so, dass das Horoskop nur einen ganz kleinen Teil unserer Reaktionen manifestiert, die wir in vielen, vielen Leben angesammelt haben. Aber das Allerwichtigste ist für mich als Art-Astrologe, euch dabei zu unterstützen, wo auch immer ihr steht, in das Optimum reinzukommen, das Optimum auszuarbeiten, das Optimum zu erkennen und dann euer Optimum zu leben. Von wo auch immer du kommst, wo auch immer du stehst, von Tag zu Tag dich für das Licht zu entscheiden. Zum Abschluss mache ich hier eine kleine Liste und zwar hier. Punkt 1, Inhalt, Content schaffen, also was in dir drin ist, was für Gedanken da sind, was für innere Bilder da sind, welche Filme du in dir drinnen zulassen möchtest. Also was möchtest du sehen? Wir sind dafür verantwortlich. Dann natürlich zu den Filmen die Musik, die nicht fremdbestimmt sein sollte. Nicht durch ein Radio, sondern das suchst du dir selbst aus, indem du zum Beispiel in YouTube eingibst, gute Vibes oder Meditation oder Mantra oder sowas in der Art. Und dann spielst du das auf dein Smartphone und zack, gleich morgens, wenn du aufstehst, wird es abgespielt als erstes. Nächster Punkt, Beziehungen organisieren.
bespreche, dass du keine Anschuldigungen mehr möchtest, dass du Angriffs- und Verteidigungsspiele stoppen möchtest, dass du Opfer- und Täterspiele und Schuld- und Nichtschuldspiele alles rauswerfen möchtest. Du organisierst deine Beziehung. Du hast immer 50% der Ermächtigung, deine Beziehungen zu gestalten. Dann durch die Lockdown-Zeit arbeiten jetzt viele zu Hause. Das hat Vorteile. Raum gestalten, die Zeit richtig einteilen. Nur eines nach dem anderen kannst du machen. Du kannst nichts überspringen. Du musst immer nur sehen, dass du von einem Punkt zum nächsten Punkt gehst. Und was du nicht schaffst, das musst du dann morgen machen, am nächsten Tag machen. Auch wichtig, die inspirierendste Zeit ist die Morgenzeit. Bis mittags und nachmittags nur noch Routine arbeiten und abends keine schweren Gespräche führen. So, und dies waren nur einige kurze Punkte, wie das Leben in der Umbruchzeit qualitativ angehoben werden kann. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich verbleibe euer Art-Astrologe Leonardo. Ciao.